Die Idee Johannes Gutmanns, den Waldviertler Boden wieder Boden sein zu lassen, so wie er Jahrtausende war, ohne jeden Eingriff, und den Bauer wieder Bauer sein zu lassen, mit all seiner Hinwendung zu allem, was da sprießt, und ihm und seinem ganzen Hof ein gutes Auskommen zu ermöglichen, ist seit 1988 Realität. Eine Philosophie basierend auf Gesundheit, Genuss und einem guten Gewissen gegenüber Mensch und Umwelt. Sobald im Frühjahr die ersten Sonnenstrahlen den Boden erwärmen, werden die Äcker bestellt. Stecklinge, einige Wochen vorher im warmen Folientunnel behutsam herangezogen, müssen sich ab nun in der freien Natur bewähren. Ein gutes Ergebnis verlangt aber das ganze Jahr über eine stete Beetpflege. Da gilt es, die Erde zu lockern und den Wuchs aufmerksam zu begleiten. Die ganze Liebe der Bauern auf den Feldern und auch ihre Sorgfalt bei der Arbeit, die spüren wir dann in einer hervorragenden Ernte. Dann, wenn die Felder ihren Tisch reichlich gedeckt haben, beginnt die Erntezeit. Eine Zeit des Hochgefühls, denn da wird eingebracht, um was man sich monatelang sorgsam gekümmert hat. Dann geht es an die Zerlegung und Trocknung. Auch hier bedeutet Handarbeit Qualität. Auch in der Winterzeit geht es in den Höfen der Sonnentorbauern betriebsam zu. Das, was im Herbst getrocknet wurde, wird nun verpackt. Naja, wir haben im Winter eigentlich genauso viel Arbeit wie im Sommer. Nur, dass es leichter ist, weil wir herin sein können und dabei sitzen können. Es gehört zur Philosophie von Hannes Gutmann, dass so viel wie möglich am Hof gemacht wird. Und alles, was die Bauern nicht machen wollen oder können, das machen wir hier in Sprögnitz. Bei der maschinellen Trocknung, Mischung und Verpackung bei Sonnentor herrschen Bedingungen wie in der unberührten Natur. In Österreich wächst aber nicht alles, weil wir die Klimazonen nicht haben. Und deshalb habe ich mich sehr früh aufgemacht, um andere Menschen jenseits von den österreichischen Grenzen kennenzulernen. Small Farmers. Unser Ziel ist es, zu ermöglichen, dass die kleinen Bauern genug verdienen, um ihre Familien zu ernähren. Es geht ihnen überall gleich, ob das in Indien ist, in Tansania oder in China oder in Südamerika, überall lechzen die Leute nach Werten. Das Besondere daran, wenn man in Rumänien anbaut, ist der sehr hohe Gehalt an ätherischen Ölen in den Pflanzen. Das sind alles Geschenke der Natur und Werte, die wir in unseren Sonnentor-Geschäften hier in Sprögnitz und in der ganzen Welt anbieten dürfen. Wenn jemand bisher nichts von Sonnentor gehört hat, würde ich ihm empfehlen, die Augen zu schließen, einen der wirklich ausgezeichneten Tees von Sonnentor zu probieren und zu sagen, was er dabei empfindet. In der Teezeit, dem neuen Teesalon in Sprögnitz, können Sie abschalten, ausspannen und Tee trinken zelebrieren. Und gleich nebenan, in der Leibspeis, Ihren Gaumen mit all dem verwöhnen, was die Jahreszeit gerade bietet. Auch vegetarisch oder vegan. Und für mich ist das eine eigene Stimmung, ja? Da passt alles. Da kommst du rein und du hast das Gefühl, ja, da bin ich daheim. Sonnentor, da wächst die Freude.